Hopp. Und hier noch Treppe hin. So. Und hier. So. Und dann sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, von weit weg sieht das da aus wie ein Stück Klumpen. Ja, es sieht halt wirklich einfach aus wie ein gequetschtes Dach. Aber es ist halt auch Höhe 256, ne? Muss man ja sagen. Und mal sehen. Aber vielleicht sieht es ja besser aus, wenn meine Idee hier oben weiterkommt. Wachs doch, bitte. Wenn es da weiterkommt, vielleicht sieht es ja dann besser aus. Und ich werde jetzt gleich erstmal die Bäume abbauen, damit wir auch wieder genügend Holz haben. Und dann gehe ich weiter an das Dach. So, liebe Bäume, ihr seid dran. Ich würde sagen, wieder so ein Stack, circa. Habe ja noch einen halben. Und dann kann ich dann direkt weiterbauen. Ist aber schön, dass das hier alles oben so viel wächst, von Bäumen her. Das freut mich, dann brauche ich nicht immer runterrennen und Bäume holen. Sondern kann einfach hier oben chillen und nebenbei immer Bäume abbauen. Ist ja voll entspannt so. Also, oh, Prost. Ist ja entspannter, als wenn ich jetzt die ganze Zeit runterrennen müsste, um Holz zu holen. Das wäre echt nicht so mein Ding. Und diese Hühner regen mich immer noch auf. Warum gackern die so laut die ganze Zeit? Ich höre mal nur so von der Seite die ganze Zeit dieses Geräusch, und dadurch, dass es so viele sind. Oh Mann. Also die kommen auf jeden Fall irgendwo weit weg, wo ich sie nicht hören muss. Lol. So. Liebe Bäume. Liebes Dach. Lieber Kacklumpen. Ich weiß, dir gefällt das auch nicht alles so, wie du am Ende geworden bist. Mir gefällt es auch nicht so, aber es ist jetzt halt so. Und du musst dich damit zufrieden geben. Aber ich glaube, so an sich habe ich es doch ganz gut umgesetzt. Muss ich ja wirklich jetzt mal hier Eigenlob aussprechen. Es ist doch gar nicht so schlecht, wie ich mir gedacht habe. So, ich bräuchte Erde. Ich gehe mal wieder Erde holen. Ich brauche nämlich Erde. Für mein Dach. Für mein Dach brauche ich Erde. Oh Mann. An welchen Punkten sind wir angekommen, dass ich für mein Dach Erde brauche? Und von weit weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es von hier aus gut aussehen wird. Bin ich ehrlich, weil ich glaube, dass dafür müsste es halt einfach höher sein. So, es geht halt aber nicht höher. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass man da auf jeden Fall noch was machen kann dran. Dass man da definitiv noch was rausholen kann. Und da sind einfach so viele Bäume. Ich muss mal irgendwann einfach wieder alle Bäume abbauen. Wenn ich vielleicht irgendwie einen großen Untergrundraum oder so habe, dann tue ich da einfach die Bäume rein. So als kleine Baumfarm in Anführungszeichen. Aber mal gucken, mal gucken. Oh, Wuffi. Wuffi bellt. Wuffi. Alles gut. Alles gut. Es ist nur dunkel draußen und Lichter gehen an und aus. Das ist nun mal so. Oh Mann. Wisst ihr, ich muss immer gucken, dass ich nicht zu laut bin, so beim Zocken oder so. Dass ich nicht meine Eltern wach mache. Und der Hund bellt manchmal einfach und der ist dieses andere laut. Also, oh shit, Alter. Ich glaube, ihr hört's. Also wirklich dieses richtig laut. Und davon werden sie einfach nicht wach. Und wenn ich hier manchmal. Ist gut jetzt, Alter. Wenn ich hier jetzt manchmal ein bisschen lauter werde, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß auch nicht, warum das passieren kann. Werden meine Eltern einfach wach und ich bin so, yo, der Hund. Einfach Milliarden Dezibel unten, die da explodieren gefühlt. Und euch juckt das nicht. Ihr schlaft einfach wie Steine. Und wenn ich so, keine Ahnung, immer auf meinen Tisch schaue oder so. Ja, einfach instant wach. Einfach direkt Schelle. Oh Mann. Es ist belastend. Können wir hier? Ja, hier können wir. Hier tue ich. Das stört mich jetzt sonst die ganze Zeit. Hier kommt nämlich jetzt eine Treppe hin. Wundervolle Treppe. Und dann. Oh, dann können wir hier erstmal das ausfüllen.
und hoffen, dass der Rasen irgendwann hierher wächst, weil wir noch keine Behutsamkeit haben. Rasenwachs, komm, los, komm, du schaffst das. Und dann können wir auf jeden Fall, hier mache ich mal eine kleine Verbindung erstmal, dass das rüberwachsen kann. Und so. Und hier können später Zäune. Mal gucken, ob da Zäune hinkommen. Ich glaube, Zäune sehen nicht so gut aus. So. Okay. Weiter geht's ans Getüftle, um dieses wundervolle Haus. Oh Mann, hätte ich nicht einfach früher gucken können, dass ich nicht auf Höhe 256 baue. Also das wird immer jetzt das erste sein, wonach ich gucke, falls ich irgendwann anfange zu bauen. Hauptsache nicht auf Höhe 256. Und das ist hier einfach nicht weitergeführt, ist ja cool. So, 3. Die Frage ist, machen wir hier jetzt 3? Und dann gehen wir hier jetzt eins nach vorne und machen da 3. Wir machen hier 3. Ich glaube, das sieht besser aus. 1, 2, 3. So. Dann haben wir hier 3 und jetzt 1, 2, 3. Und Leute, wie ich euch gesagt habe, in irgendeiner der letzten Folgen kommt das immer hin. Es kommt nicht hin. Das ist jetzt peinlich. Ich wollte gerade über die Predigt halten, das 1, 2, 3, aber es sind einfach 4 Blöcke. Das ist belastend. Das ist gerade sehr belastend. Aber die 4 Blöcke müssen wir dann wohl aushalten, denke ich. Oder wir setzen das einfach ins. Ne, dann haben wir da nur 2 Blöcke. Ne, das macht auch. Ne, okay. Dann müssen wir die wohl aushalten. Leute, ich gehe ganz kurz auf Toilette. In der Zeit können wir dem Rasen beim Wachsen zugucken. Ich bin gleich wieder da, meine Freunde. Bis gleich. Ich fühle mich jetzt freier und ist der Rasen ist nicht gewachsen oder ist nichts Spektakuläres passiert in der Zeit, wo ich weg war. Oh, ist ja schade. Leute, ich bin wieder da. Hallo. Direkt erstmal einen Schluck trinken. So. Ist nichts passiert. Das tut mir ja wirklich leid. Oh Mann. Okay. Die Frage ist jetzt. Erstmal will ich das hier hoch haben. So. Und dann so. So. Und dann haben wir das nämlich hier auch schon dran. Das Problem ist, das sieht irgendwie so komisch aus. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. So sieht das schon besser aus. Ich weiß auch noch nicht, Leute. Ich werde hier mal ganz kurz einen Bruchstein-Way rausbauen, um zu gucken, wie das von weit weg aussieht. Und Alter, ist das da tief unten. Um zu gucken, wie das weit weg aussieht. Und dann, dann gucken wir mal, dass wir das besser wollen. Irgendwie gefällt mir das bisher noch gar nicht. Vor allem das so. Vielleicht kann man das später irgendwie verbessern oder so. Mal gucken. Vielleicht fällt euch da was ein, falls ihr dafür geile Ideen habt oder so. Dann schreibt ihr einfach in die Kommentare. Ich lese mir die definitiv durch. Aber so bisher. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Mal gucken, wie es mit Verkleidung und Inneneinrichtung und so aussieht. Das macht ja auch nochmal ganz viel aus. Aber bisher ist es so. Naja. Oh, ist es weitergewachsen. Das ist ja schön. Das freut mich. So, und hier kann es jetzt weiter nach oben gehen. Hopp. Und da sind wir auf der Top-Höhe. Klasse. Jetzt mache ich mir mal wieder ein paar Half-Slaps. Hopp. Und dann können wir hier direkt weiterbauen. Hm.
und den Rasen hier auch weiterziehen. Oh. Hopp. Und ich überlege. Ich glaube, also entweder tue ich da irgendwie einen Zaun hin oder irgendwas oder so. Aber mal gucken. Aber irgendwas kommt da, glaube ich, hin, was das so ein bisschen abgrenzt. In Anführungszeichen. Und ich will auch, dass aber die Erde so ein bisschen immer rausguckt. Ich glaube, das sieht auch besser aus, wenn die ein bisschen rausguckt. Ich muss da mal gucken, wie das später an sich aussieht, weil ich bisher habe ich es halt nur in meiner Vorstellung, wie es aussehen könnte, wenn ich es gut finde so. Aber noch nicht so eine richtig, richtig prickelnde Idee. Sondern halt nur so eine, ja, okay, so könnte es sein. Aber mal gucken. Also ich kann euch nichts versprechen. Aber ich denke wirklich, dass es gar nicht so schlecht aussehen wird, wie vielleicht manche gerade erwarten. Mal gucken. Irgendwie bin ich da selber gerade gespannt drauf. Und es ist weitergewachsen. So, jetzt verteil dich, Rasen. Verteil dich hier überall. Bitte. Das Problem ist, dass ich jetzt gucken muss, dass ich irgendwie. Das Ding ist, da ist halt gerade komplett oben, ne? Und jetzt müsste ich entweder von hier aus, dass wir ab da aus runtergehen, wieder. So. Und dann halt hier. Wieder hoch, ein bisschen. Und dann von da aus wieder runter. Das gucke ich mir mal an, wie das aussieht, wenn wir das jetzt von hier aus hochziehen. Genau, und dann geht es ja hier im Prinzip wieder runter, direkt. Das sieht gar nicht, das irgendwie gefällt mir das gerade. Das da sieht gar nicht schlecht aus und ich kann mir vorstellen, vor allem die Ecken hier, ich muss das unbedingt ausbessern. Entweder machen wir das so. Ich glaube, so sieht das sogar ganz gut aus. Ich weiß selber noch nicht, was wir mit den Ecken machen oder wie wir das machen. Aber irgendwas, was ich mir da definitiv noch für einfällt, mir gefällt es noch. Also so wie es jetzt ist, gefällt es mir bisher gar nicht. So. Und dann einmal hopp. Ah. Name ist so. Bisher kommen da Knöpfe noch ran. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Mal gucken, aber irgendwas lasse ich mir für diese Eckpunkte dann nochmal einfallen. Wenn da nur ein Slab dran ist, sieht es mir irgendwie zu leer aus. Und wenn da diese zwei Blöcke oder ein ganzer Block dran ist, sieht es mir auch zu voll aus so. Ich habe da selber noch nicht so einen genauen Gedanken für. Deswegen, man könnte jetzt natürlich so machen, aber dann sieht es wieder zu voll aus. Ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. So. Aber was man definitiv machen kann, ist, dass wir hier ab da jetzt einfach mit dem Dach runterwärts gehen. Einfach damit wir auch mal wirklich ein Dach haben. Und das nicht die ganze Zeit einfach so eintönig aussieht. Und ab hier gehen wir dann wieder hochwärts. Würde ich sagen, dass wir da oben ankommen. Und hier wieder runter. Und hier hatte ich ja eh dann die Idee, dass wir hier in die Ecke runtergehen, da vorne dann was machen, dass das so eine kleine Anbaute in Anführungszeichen ist. Aber mal gucken. So Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und schreibt gerne in die Kommentare Anregungen, was ich noch alles so machen soll. Das würde mich wirklich interessieren. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.